mein Liebchenchen, da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. So, wir sind hier, wir hatten diese Rumschubserei hier beendet, tatsächlich. Ganz ehrlich, das habe ich ohne euch gemacht. Ich habe das nur eben gemacht, damit ich überhaupt noch mal weiß, wo ich gewesen bin. Weil bei mir stand irgendwie noch 39% Story-Fortschritt an und das konnte ich mir gar nicht erklären, weil ich bei der Meinung, als wir die letzte Session gestartet hatten, war das schon genauso. Und dann habe ich geguckt, waren wir hier schon mal? Und dann habe ich gesehen, nö, waren wir nicht. Und dann sind die ganzen Items verschwunden natürlich. Oh, das ist aber ärgerlich. Ah, was? Ja, kaputt jetzt. Sehr gut. Sind alle tot? So weit? Ja, ne? Das war so ein riesen Arena-Fight hier. Und diese ganzen Mistviecher sind gekommen, um uns hier zu fressen. Aber wir konnten sie erfolgreich abwehren. Ach, scheiße. Ja, mach doch eh. Diese Scheiße immer, ne? Das geht mir auch auf den Sack. Boah, Alter, bitte. Warum geht er nicht hier hoch? Er kann nicht diagonal hochgehen. Wieso geht er diagonal nicht hoch? Zutritt verweigert. Das ist auch so lange so ein Schnickschnack ist, ne? Warum kann ich diagonal nicht hochgehen? Gibt nicht. Ja, ja. Wie kann ich das denn machen? Wie komme ich denn diagonal hoch? Wie komme ich diagonal hoch? Hä? Er kann diagonal nicht hochgehen. Der ja. Aber wie soll ich das denn machen? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ärgerlich ist einfach nur, dass ich nicht weiß, wie es... Ah, nein! Oh nein, jetzt habe ich es wieder verkackt. Ja, gerade noch so geschafft. Eine Scheiße. Mann, hoch mit dir! Ist das Scheiße? Ah, oh nein! Oh nein! Oh, wie assi! Nein! Nein! Geh doch runter! Sorry. Scheiße, alles nochmal von vorne, beim letzten, ne? Eine Assi-Scheiße, ha? Nun geh doch runter! Oh. Oh, jetzt aber. Sowas hasse ich. Ich bin gerade sehr, sehr wütend. Wie macht er denn das? Hoch mit dir jetzt! Verstehe ich nicht. Aha, jetzt habe ich es, glaube ich, ganz kapiert. Glaube ich auch nur. Nein! Oh, bitte! Bitte! Soziale Scheiße, Alter, ehrlich. Ich kann das nicht. Ja, hoch. Wo bin ich da? Da. Oh, bitte. Oh, Alter. Der hier. Oh, jetzt haben wir es. Penner. Pennerspiel. Pennerspiel. Einfach das Pennerspiel. Kacke, Pisse, Mist. Da soll man rein. Ja, ums Eck, ums Eck, ums Eck. Haben wir was vergessen? Motivation ist ziemlich wichtig, ne? Leute, was ist woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. So, dann sehen wir uns mal um. Mal gucken, was wir so sehen, wenn wir uns umsehen, um zu gucken. Gucken, gucken sehen. Nimm mit. Ja. Wir sind wieder voll mobil. Und Shit nochmal aufsammeln.
Plus Nachladen? Ne, Fire Rate und minus ein Nachladen oder zweimal Fire Rate und ein Plus Nachladen? Hab ich jetzt gar nicht missachtet. Ja, das ist ein Riesen. Was hätte sich denn daran jetzt geändert? Ah ja, alles klar. Ich muss wahrscheinlich dort stehen, damit ich dann gleich hochgedickt. Ah, Suchrapport. Ist geupdatet oder war fertig? Müssen wir gleich mal losschicken, den Vogel. Boah, Alter, ob ich mich erschrocken habe? Ah, das geht uns alles nichts an. Warte mal. Ah, der Suchrapport ist noch unterwegs, ne? Deswegen können wir nichts mitnehmen. Eine von drei Sonderteilen gefunden. Schön. Wollen wir nachladen? Haben wir schon? Okay. Zwei von drei Sonderteilen gefunden. Schön. Na 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 Sonderteile, komm mal her zu mir. Brauchen wir Sonderteile? Sind die wichtig für den Spielfortschritt? Nein, ich glaube nicht, ne? Wo ist der? Da di da 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 la 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 da la 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 la. Haben wir einen Witz? Oh, schnell, 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 schnell. Ah, warte. Nimm den. Okay. Alle Teile gefunden. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Okay, eine Bank und den Plan. Immer dieses Rumbauen von Teile. Das, ist das cool oder nervt das? Also, ich weiß nicht. So teils, teils, ne? Nervt und ist cool. Penner Game. Hm, Isaac, du hast einen wunderschönen Prachthintern. Was? Müssen wir hin? Ich würde kotzen, wenn ich wieder runter müsste, ne? Da. La 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 la, laufen noch so schön. So, Eisacke. Wetten, das sind die Monster wieder neu? Digga. Das sind voll scheiße. Warum? Warum? Boah, geht das schon wieder los. Lass mich doch. Wächst dein Bart wieder neu nach? Das ist der Bruder von Dosengürtel, Alter. Ah! Oh, die Ringe fest. Ja, wie soll ich wieder rauskommen aus der Kammer? Muss doch was gebracht haben, oder? Oh nein! Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt?
bestimmt so eine Spinne im Paarungstanz. So sieht das aus. Eine Spinne im Paarungstanz. Dosendirt im Paarungstanz. Da hat er auch eine Ausdauer mit, ne? Alle weggeballert? Er macht wieder einen Sprung. Oh, lass das. Ich dachte, du machst jetzt deine Ding ins Haus da. Und drauf schießen kann. Komm schon. Ja, er macht das Böses, er macht das ganz Ekliges. Hey. Man, er könnte gut auch mal sterben jetzt, ne? Doch abgeschossen. Zumindest dachte ich das. Alle auf einmal, oder? Nee, doch nicht, dachte ich. Dosendirt ist tot, dachte ich. Aber, was? Dosendirt haut ab? Verschwinde, Dosendörte! Warum haut die ab? Leute, dieses Biest läuft immer vor mir weg, bevor ich es killen kann. Ja, genau. Nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Weswegen bringt uns der Planet um? Wegen eises Kälte wahrscheinlich oder Todeslangweile? Nein, Todeslangweile. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein, warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werd's rausfinden. Alles klar. So, hier, bups. Da müssen wir hin. Zum Waffenanal, was? Was? Hab ich das gesagt? Drücke Tabs für Details. Warum denn? Delta-Kaserne. Sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer. Alles für tote für die Menschen. Der souveränen Kolonien. Ich sehe tote Menschen. Dort. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volksamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei. Delta-Kaserne. Da kann's hinlaufen, wa? Wieder durchs Gestöber. Ah, ja, auch. Sah aus wie ein Wookie. Nein. Du bleibst schon tot. So, Ruhe. Die Knarre könnte ich gut gebrauchen, ne? Warum nehmen wir die Knarre nicht mit? Was ist denn das? Warum leuchtet denn jetzt hier so ein Ding? Ist das ein kleines Ehrlichtlein? Der Tod ist nur der Anfang! Der Tod ist nur der Anfang. Kommt mir irgendwie so vor wie bei... Oder das Ende ist der Anfang, wa? Oder wie war das noch, ne? Bei The Walking Dead. Also für The Walking Dead. Der Tod ist nur das, der Anfang. Ja, ja. Hm. Was nimmt ihr für Drogen, sag mal? Okay, darum. Was mache ich, wenn ich frech bin und hier rumgehe? Nee. Das war frech. Okay, jetzt irgendwie... Schneegestöber. Also kommt das Dosendörte-Vieh also noch öfters, wa? Hey, das war doch da, wo wir...
einen Anzug hier haben, oder? Nee, war nicht. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Es gibt keine Hoffnung für die Menschheit. Was versteht ihr denn daran nicht? Wenn er verschwindet und einfach nichts tut, stirbt er so oder so. Vielleicht sich mal dagegen wehren. Junge. Ach, diese wunderschöne Statue hier. Statuette. Da rein. Attacke auf sie mit Gebrüll. Und nochmal den Koffer. Göffer gehen. Guck mal, da war ein Laserschwert drin. Lalalalalala. War das nicht hier mit dem Gefrierbrand, die hier, was wir gemacht haben? Nee, hier war der fucking Bohrer, Alter. Na, der ist ja jetzt hoffentlich kaputt. Ja, der bleibt auch kaputt. Der wurde nicht zwischenzeitlich wieder repariert. Ja, diese fucking Bank müssen wir die haben. Nee, okay. Bär! Bitte! Uiuiui! Alter, bist du doof? Mach das nicht mit mir! Ist das Ding gestorben? Wieso haben wir denn jetzt die Flinten gewechselt? Wann haben wir das denn veranlasst? Oh oh. Ah ja, ist doch gut. Mann, ich will nicht rausnehmen! Alter Digga, werd ich doch mal. Willst du mich verarschen, Digga? Ich mach das schon. Meine Güte, lässt sich da fast fressen. Vollidiot. Ja. Ach, wer hat veranlasst, dass wir die Waffen tauschen? Gar keiner. Diese. Ach, das waren ja die, die sich umgebracht hatten, ne? Mit dem Fahrstuhl ab nach oben. Da werde ich mich belohnen. Und wird auch manchmal toben. Was? Nein, lass das sein. Schnauze. Ach du meine Güte. Warum schießt er denn nicht darüber? Ah! Zombies, die schießen. Brecke! Und du auch! Was? Ah! Ich bin kotzen. Scheiße, ich kann mich nicht wieder im Fahrstuhl zurückziehen. Oh! Ja, ja, komm. Er kriegt eins mit Granatwerfer über und dann sagt er, ja, alles klar, kein Problem, soweit. Mach ich öfter so. Na, ja, Kopfding ist tot, ne? Da musst du dir mal vorstellen, da wachsen aus Köpfen Tentakeln raus, die sich in Leichen reindingsen und neue Köpfe, Leichenzombies hernekromaffieren. Hä? Naja, so in der Richtung irgendwie. Wer denkt sich so etwas aus? Der muss doch komplett gestört sein, oder? Leute, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Haben Sie alle Sensorteile gefunden? Ja, ich werde ihn an der Bank unten zusammenbauen. Dauert einen Moment. Bank unten oder Bank oben? Bank hier sind. Okay. Herstellen. Herstellen. Oh, das dauert aber wirklich. Speicher und was? Weise die Waffe in den Slot zu.
So. Waffen-Upgrades. Wir haben einen Slot nämlich neu. Fire Rate. Clip. Hinzufügen. Was haben wir für einen? Fire Rate minus Ding. Nee, lass mal. Was ist hier? Fire Rate. Zweimal Fire Rate, einmal nachladen. Alter. Was habe ich jetzt genommen? Ja, nachladen, das wird dann ein bisschen langsamer. Aber ist halt so. So. Haben wir jetzt erledigt, was wir tun sollten? Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Harpunenkanonen, ja. Okay, wie ist jetzt der Plan? Wo müssen wir hin? Nochmal dahin? Nochmal zur Bank oder hinter der Tür hin? Fahrstuhl. Fahrstuhl, alles klar. So, Bauch der Probe. Das hört sich ja nicht so nett an. Also, Kinderchen, wir sollen ins Bauch der Probe reingehen. Wie das wohl aussehen mag im Bauch der Probe. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.